Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem KiCad Tutorial 5.1.0. Die neue Version ist jetzt schon ein paar Tage auf dem Markt und auch mittlerweile für Linux verfügbar. Ihr könnt euch dann die aktuelle PPA runterladen von der Startseite und die in Synaptic im Paketmanager einbinden und die alte 5.0-Version natürlich rausschmeißen und dann über apt-get update aktualisieren oder über die grafische Oberfläche aktualisieren und dann müsste euch die neue Version hier im Linux angeboten werden zur Installation. Unter Windows ganz wie gehabt die Exe herunterladen, das Installationsprogramm und dann die neue Version einfach über die alte installieren. Das sollte eigentlich ohne Probleme funktionieren. Und ihr habt auch da die neue Version. Was ist neu auf dem ersten Blick? Wir haben einmal hier im Startbildschirm den Button Projektverzeichnis. Den kann ich jetzt hier anklicken und ich lande sofort im Datei-Explorer für dieses Projekt. Bin ich also hier. Ihr landet dann immer in dem Ordner für das hier eingestellte Projekt. Das ist recht schick. Ich empfehle aber trotzdem weiterhin auch hier im Datei-Explorer so ein Lesezeichen für KiCad zu erstellen, beziehungsweise unter Windows dann eine Bibliothek, wie wir das schon gemacht hatten in die Videos. Und ihr seht dann hier die Einzelprojekte. Aber wie gesagt, auch jetzt hier über diesen Button erreichbar. Dann haben wir hier unter Einstellungen zentral können wir jetzt die Bauteil- und die Footprint-Bibliotheken verwalten. Das war früher nur im Schaltplan und im Layout-Editor möglich. Bitte hier prüfen, wenn ihr die mal öffnet, mal prüfen, ob eure privaten oder eigenen Libraries entsprechend importiert wurden. Ansonsten kann man das hier über den Button hinzufügen, nachholen und die wieder einbinden. In der Regel sollte das aber keine Probleme bereiten und das auch von vornherein funktionieren. Dann haben wir hier einige Einstellungen. Sind wir hier bei Allgemein. In der Installation, ich habe es hier schon umgestellt, stehen hier irgendwas von 3800 Minuten. Bitte auf 10 oder 5 Minuten ändern. Dann habt ihr auch ein automatisches Speichern und ihr könnt dann sauber eure Daten auch sichern und geht nicht Gefahr, dass was verloren geht, wenn das Programm doch mal abstürzen sollte. Wie gesagt, in der Grundinstallation ist hier ein kleiner Bug, sind dann irgendwas von 3800 Minuten, das kann man ändern, Linux wie Windows. Dann haben wir hier unseren Texteditor, die Windows-Fraktion stellt dann hier C-Programme, Notepad++ oder Notepad ein, je nachdem. Hier habe ich es jetzt für den X-Editor gemacht unter dem Linux. Das liegt dann unter Unix Systemressourcen bin X-Editor. Standard-PDF-Betrachter ist hier eingestellt. Ich könnte natürlich hier auch einen anderen wählen. Gleich den Pfad wie von dem Texteditor. Und die Tastaturbefehle kann man hier noch einstellen, ändern, importieren, exportieren oder ändern. Und damit ist die Sache hier schon eingestellt, das Wesentliche. Können wir mal hier probieren, Texteditor. Und da sehen wir hier den X-Editor. So, das ist das Wesentliche hier vorne. Dann haben wir die einzelnen Werkzeuge noch mal hier, die Werkzeuge, die Ansicht und hier das Projekt öffnen, importieren. Projekt importieren, hier Eagle, Cat, werde ich demnächst mal ein Video dazu machen. Ich habe eine Eagle-Datei bekommen und die werde ich dann mal importieren, wird eins der nächsten Videos. Das ist die wesentliche Änderung hier am Startbildschirm. Dann haben wir hier den Layout-Editor. Und hier ist die wesentliche Neuerung nicht mehr die Design Rules, die ihr hier früher in diesem Menüs gefunden habt, sondern das ist jetzt zusammengefasst unter dem Button Einstellungen Platine Board wird das alles zusammengefasst. Und ihr könnt also jetzt hier benutzerdefinierte Lageneinstellungen vornehmen, zwei Lagen, Bauteile, Unterseite, Oberseite oder, mehr Lagen etc. Ich lasse hier immer die zwei Lagen, Bauteile oben, unten, die Platinenstärke kann man einstellen. Und was hier ganz wichtig ist, ihr seht jetzt hier F-Kupfer,
und Bottomkupfer. Hier ist standardmäßig Signal eingestellt. Das ist ein bisschen ungünstig gewählt. Wenn ihr Autorouting macht, kommt dann euer Freerouter aus dem Tritt, wenn ihr nämlich Spannungs- und Stromleitungen mit in eurem Schaltplan habt. Die darf der dann auf standardmäßig nicht auf beiden Leeren nicht routen. Deshalb bitte ganz wichtig hier, bevor ihr irgendwas autoroutet, das auf Mix umstellen, denn sonst könnte es da Probleme geben und das ist ein Fehler, über den man dann stolpert und dann stundenlang sucht und nicht weiß, woher er kommt. Das also bitte hier ganz wichtig einstellen. Dann haben wir die Texte und Grafiken. Hier kann ich jetzt sämtliche Strichstärken, Linienstärken, Textgrößen etc. pp. Einstellen, indem ich hier in dieses Feld klicke und dann den Wert mit der Tastatur anpasse. Als nächstes die Design Rules, auch hier wieder zusammengefasst die Mindestleiterbahnbreite, die Mindestdurchmesser und Bohrdurchmesser. Dann haben wir hier die Netzklassen. Das hat sich auch geändert. Das Fenster ist komplett anders als zur alten Version. Ihr könnt jetzt hier in diesem Fenster, seht ihr jetzt erstmal alle Netze, die erstellt wurden. Ihr könnt dann hier hinten über dieses Dropdown-Feld händisch einzeln jede Netzklasse zuweisen, die hier oben angezeigt wird. Ihr könnt auch zum Beispiel jetzt ein Netz hier anwählen und stellt hier zum Beispiel eine Netzklasse ein und könnt mit diesem rechten Button hier klicken, dann wird die entsprechend umgestellt. Übers Dropdown-Feld stelle ich es hier mal wieder zurück, dann habe ich das mal gezeigt. Vorsicht, wenn ihr jetzt hier diese Netzklasse eingestellt habt und ihr klickt auf diesen linken Button, werden hier alle Felder auf diese Netzklasse, die hier eingestellt ist, umgestellt. Aber ich kann das natürlich ein bisschen einschränken. Ich mache mal hier einen Filter, Net, Sternchen, Filter hinzufügen. Dann werden nur alle Netze angestellt. Und wenn ich die jetzt meinethalben einmal zum Ground hinzufügen würde, könnte ich das hier mit diesem linken Button machen. Und ihr seht, es werden alle auf Ground umgestellt. Ich stelle sie natürlich wieder zurück auf Default. Dann habt ihr hier die Netze entsprechend ausgewählt und könnt die global umstellen. Schick gemacht und deutlich ansprechender als in der alten Version. Hier haben wir jetzt, wie auch in der alten Version, Leiterbahnen und Tugos. Ich füge hier mal eine zu, 5 mm, und mache hier mal eine Bohrgröße von 1 mm, oder eine Padgröße von 1 mm und eine Bohrung von 0,8 mm. Was sich dahinter verbirgt, zeige ich gleich. Dann haben wir hier noch die Grundeinstellungen für die Lötstoffmaske. Hier habe ich die Default-Werte gelassen, kann man aber auch natürlich anpassen. So, was ich hier jetzt eingestellt habe, wenn ich das mit OK bestätige, finde ich das hier in diesen beiden Dropdown-Menüs wieder. Einmal die Leiterbahn und hier diese Durchkontaktierung. Und ich kann auch, wenn ich jetzt hier weitere Dugos oder Leiterbahn hinzufügen will, kann ich hier unten auf Bearbeiten gehen und komme hier sofort wieder in diese Einstellungen zurück. Ich kann das auch alles importieren. Was ich noch nicht gefunden habe, ist, wie man das exportiert. Das habe ich noch nicht gefunden. Ich kann es hier nur importieren. Schön wäre das, wenn man diese Einstellungen alle exportieren könnte. Dann hätte das den Charme, dass wir kein Template mehr bräuchten, wie ich das bereits in einem der Tutorials gezeigt hatte. Ja, das ist die Neuerung für die Einstellungen der Platine. Dann haben wir als ganz wichtige Neuerung das Autoplatzieren von Bauteilen. Das hatte ich bereits in einem Kurztutorial gezeigt, wie das funktioniert. Das ist also eine sehr schicke Geschichte. Ihr könnt hier Bauteile sehr schnell platzieren, ohne dass er da mit diesen Luftlinien durcheinander kommt. Und das erleichtert dann auch das Autorouten mit dem Autorouter und natürlich auch das Routen von Hand. Ganz tolle Neuerung, die sich hier ergeben hat. So, der Rest ist eigentlich soweit beim Alten geblieben. Wir haben dann hier nochmal die Footbin-Bibliotheken. Das können wir auch vom Startbildschirm aus, beziehungsweise dann von hier, wie es auch in der alten Version war, können wir die verwalten. Wir können dann hier die 3D-Form hinzufügen. Schauen wir hier nochmal in die Einstellungen rein. Da kommen wir auch in die Einstellungen, die wir schon aus dem Startbildschirm kennen. Kann ich hier nochmal ändern oder anpassen. Ist dann also das gleiche Fenster.
Ja, Sprache bleibt sich gleich, Voreinstellung oder dann eben die deutsche Sprache. Soweit, so gut. Das war es eigentlich soweit hier an den Neuerungen. Ich verwerfe nochmal die Änderungen. Und im Footprint Editor ist hier oben der Button Footprint importieren verschwunden. Das kann ich jetzt hier über diesen, also hier im Menü ist er noch vorhanden, aber nicht mehr als Button hier in der Leiste. Ich kann also hier noch Footprint aus einer Datei importieren. Ich kann die natürlich dann auch wieder zurück importieren. Und ich kann auch mittlerweile hier DXF und SVG-Dateien importieren. Bitte Vorsicht, manchmal sind die nicht ganz so richtig bei der Importiererei und beim Zeichnen hergestellt. Und ihr fangt euch da unter Umständen Probleme ein, wenn ihr das macht. Bitte genau prüfen, wer hier solche DXF-Dateien importiert. Bitte genau prüfen, ob der Footprint dann auch passt. Im Zweifel ist es einfacher, ihn wahrscheinlich einfach neu zu zeichnen. Und das kann ich hier mittlerweile über einen Wizard machen oder von Hand. Auch das hatte ich bereits gezeigt. Das waren also die Neuerungen, soweit, so gut. Im Schema, also im Schaltplan, habe ich jetzt so erstmal auf der ersten Schnelle nichts gefunden. Sollte mir dann noch was auffallen, werde ich das dann in den nächsten Videos mit einbauen. Ja, das war es soweit zu den Neuerungen in der neuen Version. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen KiCad-Version, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis demnächst.